soll es aber nicht darum gehen, das Für und Wider der direkten Demokratie zu debattieren, was an anderer Stelle schon reichlich geschehen ist. Diese Fachtagung steht unter der Prämisse, dass direktdemokratische Verfahren nicht nur auf der kommunalen und Landesebene, sondern perspektivisch auch auf der Bundesebene eingeführt werden sollen. Was uns folglich die nächsten zwei Tage beschäftigen wird und das Leitmotiv aller Fach- und Plenarforien sein wird, ist also nicht das Ob, sondern das Wie der direkten Demokratie auf Bundesebene. Mir ist auch wichtig zu betonen, und das war der Stiftung ja auch sehr wichtig, das wird hier diese nächsten beiden Tage keine Jubelveranstaltung. Das wird ein durchaus kritischer Diskurs über die Ausgestaltung der direkten Demokratie, denn es ist ganz klar, wie in der repräsentativen Demokratie gibt es auch bei der direkten Demokratie Probleme. Es gibt Fehlentwicklungen, es gibt Herausforderungen, denen müssen wir, gerade als Befürworter, uns stellen. Wir müssen uns ernsthaft mit den kritischen Entwicklungen auseinandersetzen. Denn nur dann wird es gelingen, die kleiner werdende Anzahl von Skeptikern und Gegnern der unmittelbaren Demokratie auch noch zu überzeugen. Denn darum geht es uns, mehr Demokratie natürlich ganz zentral. Wir wollen letztendlich dazu beitragen, dass wir eine vernünftige Regelung für direktdemokratische Verfahren haben, aber wir wollen es auch durchsetzen. Wir wollen eine Grundgesetzänderung wirklich durchsetzen. Dafür brauchen wir eben natürlich gute Argumente, kompetente Gesprächspartner, vernünftige Verfahrensvorschläge, aber wir brauchen auch eine starke Bewegung in der Gesellschaft. Ohne Bewegung in der Gesellschaft, ohne außerparlamentarischen Druck, ohne Druck aus der Zivilgesellschaft wird sich bei einer solchen Machtfrage nichts tun. Das ist ganz klar. Und wir versuchen natürlich von mehr Demokratie diesen Druck auch aufzubauen. Dann, wenn das so ist, wo liegen dann die Alternativen? Was wären mögliche Elemente direkter Demokratie auf der Bundesebene? Ich denke, man sollte über das Referendum nachdenken. Warum sollte nicht die Regierung, das Parlament die Möglichkeit haben, eine bestimmte Frage dem Volk auch zur Entscheidung vorzulegen? Man sollte auch über das obligatorische Referendum nachdenken. Warum sollte nicht auch von unserer Verfassung bestimmt werden, dass über bestimmte Fragen automatisch ein Volksentscheid stattzufinden hat? Und was die Initiative angeht, würde ich vorschlagen, dass man dem Volk die Möglichkeit einräumt, das Parlament aufzufordern, sich mit einer bestimmten Angelegenheit zu beschäftigen. Aber die Letztentscheidung verbleibt natürlich beim Parlament. Das heißt, das richtige Bild ist eigentlich, wenn wir uns überlegen, wie ist das genau mit direkter Demokratie, ist nicht das komplexe Theoriezeug, sondern wir haben eine sehr gute Analogie. Das ist die Arztgabe. Sie wissen selbst, der Politiker versteht mehr, genau wie der Arzt mehr versteht von ihren Krankheiten. Und das ist die Frage, wollen Sie je fix über 4 Jahre zum Arzt gehen, zum gleichen Arzt, Sie müssen einmal wählen alle 4 Jahre, sagen, ich gehe zu dem Arzt, ich weiß noch nicht, was ich für Krankheiten habe und so weiter, ich gehe zu dem Spezialisten und lasse den für 4 Jahre für mich entscheiden. Oder wollen Sie freie Arztwahl haben, wo Sie zum Arzt gehen können, gleich dann mit einer anderen Krankheit, wenn jetzt einen anderen Arzt, höre einem anderen zu und hole zwei Meinungen ein. Und selbstverständlich ist das das System, was besser ist. Und das ist direkte Demokratie. Der Bürger entscheidet selbst. Nein, man hört zu, diskutiert, genau wie man heute mit Krankheiten umgeht. Man schaut im Internet, hört sich verschiedene Meinungen an und lässt dann vielleicht sogar, wenn man unsicher ist, jemand entscheiden, den Arzt. Aber das ist das richtige Modell und dann leuchtet sofort ein, logisch, was soll daran irgendwie problematisch sein. Natürlich ist gegen eine Diskussion über mehr direkte Demokratie insgesamt, auch in Europafragen und entsprechende Grundgesetzänderungen überhaupt nichts einzuwenden. Ich kann mir Grundgesetzänderungen vorstellen, bei denen eingeführt wird, eine Bestimmung zur Gesamtänderung der Verfassung, wie man es in Österreich hat. Das möchte ich in der Diskussion gerne noch ausführen, was es damit auf sich hat. Ich kann mir Grundgesetzänderungen vorstellen, die es einführen, dass man für jeden Europavertrag eine Volksabstimmung hat. Aber all das eben mit einer Grundgesetzänderung. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine politische Frage weitestgehend. Hier habe ich schon die Vermutung, dass es mit Blick auf die Komplexität zum Beispiel dieser ganzen Euro-Rettungsfragen und das, was man in der Demokratietheorie die Accountability nennt, doch das ein oder andere Gegenargument gibt. Also, um es auf ein kurzes Wort zu bringen, wo ist eigentlich die Accountability des Volkes? Wenn das Parlament missbraucht bei diesen ganzen Europa-Fragen, dann wählen sie die ab. Das Volk bei diesen Dingen schief geht. Gut. Es geht den Bürgern doch um die Entscheidung, die heute getroffen wird. Und das Problem ist, dass viele Bürger heute wirklich ohnmächtig und verzweifelt
dem gegenübersteht, dass sie das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie ich hier Einfluss nehmen soll, ich weiß nicht, wie ich da meine Position deutlich machen soll. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir sprechen müssen grundsätzlich über die Frage, was heißt eigentlich Demokratie? Also mir fiel das auch auf, als Sie sagten, ja, mit den Volksentscheiden, das sei ja schon deshalb problematisch, weil wenn das Parlament missbraue, dann könne man es abwählen, aber wenn das Volk missbraue, nicht. Da frage ich mich sehr ernsthaft, von welchem Demokratiebegriff Sie ausgehen. Bei mir liegt tatsächlich alle Staatsgewalt beim Volk. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, das ist die Idee der Demokratie. Die Idee, ein Volk abzuwählen, ist relativ absurd. Und offenbart ein Governance-Verständnis, das mit Demokratie nur noch wenig am Hut hat. Wir haben unsere Politik so organisiert, dass wir im Grunde für alles Politiken haben. Wir haben auch für alles Ministerien. Wir haben Finanzministerium, Verkehrsministerium, Landwirtschaftsministerium und so weiter. Auch auf europäischer Ebene. Wir haben für alles Kommissare und Behörden. Wir haben aber niemanden, der sich um die Demokratie kümmert. Wir haben kein Demokratieministerium. Wir haben kein, das gibt es alles gar nicht. Weil wir immer davon ausgehen, ja, Demokratie ist angenommen. Schon, da muss sich keiner drum kümmern. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird die Demokratie schmilzen wie der Schnee in der Sonne. Weil was wir im Moment beobachten, das ist A, eine gewaltige Regouvernementalisierung von politischen Entscheidungen und B, bedeutet, B, können wir verfolgen, wie die Ökonomie, und das ist vor allen Dingen die Ökonomie der Finanzmärkte, gar nicht die Realwirtschaft, die Politik sozusagen wie am Nasenring durch die Manege zerrt und die Politik hilflos hinterherläuft und die Leute es nicht glauben. Einen Kampf wieder zu führen für die Demokratie und die Demokratie auf die Tagesordnung zu setzen, weil eine starke und funktionierende Demokratie die Voraussetzung ist dafür, dass auch in den anderen Gebieten gute Politik gemacht werden kann und nicht umgekehrt. Vielen Dank.